kann ihn nur ausleben oder schluckt ihn runter. Spucke ihn jetzt sicherheitshalber erstmal mit allem, was Nase und Rachen sonst noch zu bieten haben, aus. Und zwar dem Penner entgegen, der mit seinem ganzen Müll um sich herum auf dem Boden kauert. Der Penner beschwert sich auch noch. Ein paar lächerliche Gutmenschen regen sich programmgemäß und übertrieben halbherzig darüber auf. Dabei wissen die auch, dass so einer nur das Straßenbild stört und vor sich hinstinkt. Finde es ekelhaft, immer wieder mit meinen Mitmenschen konfrontiert zu werden. Die meisten von ihnen stoßen mich ab. Nein, finde eigentlich jeden auf seine Weise abstoßend. Sie sind so verdammt absehbar bei dem, was sie tun. Verlogen, nicht wahrhaftig. Und bei allem, was sie tun, machen sie permanent Geräusche. Nicht nur mit ihren Stimmen, auch einfach nur mit ihren Körpern. Im Grunde bilden sie alle zusammen einen einzigen Geräusche- und Gerüche produzierenden Körper. Die Menschheit an sich ist eine verabscheuungswürdige Entität. Nur wie ihr Entfliehen. Ständig sind überall definitiv zu viele. Hier auch. Muss erstmal weg. Bin jetzt schon eine Weile stadtauswärts unterwegs. Sehe bei der Eisenbahnbrücke eine Menschenmenge. Ungewöhnlich. So eine Zusammenrottung für diese Gegend, was die wohl zusammengetrieben hat. Nähere mich nur vorsichtig. Tieftonig brummt und murmelt die Masse. Sie haben alle die Köpfe im Nacken. Schaue auch nach oben. Auf der Brücke steht ein Mann, das Geländer im Rücken. Er sieht nach unten. Steht da und glotzt blöd. Macht dann wieder Anstalten, hinter das Geländer zu klettern, was ein paar Jugendliche dazu veranlasst zu brüllen: Hey, du Feigling, nicht zurückklettern! Einige empörte Stimmen werden laut. Die Jungs grölen weiter. Das Brummen um mich herum wird lästig. Erinnert mich an ein Wespennest. Hab als Kind mal in eins reingestochen. Spring doch endlich! Ruft einer. Das hat der Typ auch gehört. Er hält beim Klettern inne, hängt dabei halb über der Brüstung. Das sieht so unglaublich lächerlich aus. Ob der weiß, was für eine Figur er da abgibt? Oh, er scheint eine Idee davon zu haben. Gerade fängt er an zu flennen. Das haben die anderen auch gesehen. Also rufen sie lauter. Einige Menschen lösen sich aus dem Gemenge, verlassen den Schauplatz des Geschehens immerhin nicht, ohne wortreich ihren Abscheu kundzutun. Dabei hat jeder Einzelne von ihnen schon mindestens einmal daran gedacht zu springen. Jeder von uns hat schon einmal daran gedacht. Uns fehlt nur der Schneid. Stattdessen versucht man die Erwerbung.